1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und das ist ja bekanntlicherweise immer unsere Themennacht. Und unser Thema heißt heute Nacht: Alles riskiert, alles verloren. Ja, und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die denen genau das passiert ist. Die alles riskiert haben, die alles auf eine Karte gesetzt haben und alles verloren haben. Das können Geldangelegenheiten sein, das können emotionale Sachen sein, das können berufliche Sachen sein. Es kann aber auch vielleicht sein, dass jemand irgendwie alles verkauft hat und ausgewandert ist in irgendein fremdes Land und da nur Pech gehabt hat und als arme Bettelmaus wieder zurückgekommen ist. Also was auch immer, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, alles riskiert, alles verloren, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Brigitte und Brigitte ist 35 Jahre alt. Hallo Brigitte. Hallo Domian. Hallo. Ja, alles riskiert, alles verloren. Ja, ja, und zwar geht es bei mir ja um finanziell, emotional, egal, wie auch immer, alles miteinander vermischt. Und zwar war ich 15 Jahre verheiratet, hatte 2 Söhne, 11 und 12 Jahre alt. Ja. Und mein Mann und ich haben uns wirklich nicht mehr geliebt. Also ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Ich habe ihn nicht mehr geliebt. Wir haben auch schon lange, lange Jahre nichts miteinander gehabt. Mhm. Ja, und dann habe ich mich verliebt 2000 im Juli. Also noch 1999 im Juli. Ja. Und das war dann so heftig, dass ich bereit gewesen bin, ein Verhältnis mit ihm einzugehen. Und der andere Mann hat dann gesagt, er will das nicht, er will mich ganz oder gar nicht. So. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich kaum von meinem Mann weg kann, das wäre nicht möglich. Mhm, weil du die Kinder hattest? Ja, erstmal das und weil mein Mann immer gesagt hat, ich habe den versucht zu verlassen, da waren meine Kinder 1 und 2 Jahre alt und da habe ich die Jungs 9 Monate am Stück nicht gesehen und dadurch habe ich immer wieder, weil er hat mit Gericht Sachen gemacht, wo ich nicht gegen ankam und dann saß mir der Schreck so tief in Knochen, weil war so schlimm damals. Also gab es schon mal, ich unterbreche dich mal eben, gab es schon mal ganz am Anfang eurer Ehe auch schon solche Krise, dass du gesagt hast, ich will gehen? Ja, genau. Und dann hat sich das wieder so einigermaßen eingerenkt? Ich bin zurückgegangen aus Sehnsucht nach wegen den Kindern. Ach so. Also nicht wegen ihm. Auf keinen Fall wegen ihm. Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Ich habe mit 17 geheiratet und ja, der war irgendwo für mich was eine Vaterrolle, weil er hat mir verboten und erlaubt, was zu tun, weil ich hatte noch Freunde, Kumpels zu dieser Zeit. Ich war sehr jung noch und wollte aber auch Mutter werden. Und ich denke, war es für uns beide nicht leicht. Und auf jeden Fall, der Schreck hing mir noch in den Knochen und mein Mann hat immer gesagt, das machst du nie mehr wieder, du wirst die Kinder hier lassen, wieder, du wirst wieder ohne die gehen müssen. So, jetzt sind wir im Jahre 1999. Ja, genau. Da waren die Jungs, hast du gerade gesagt, 11, 12 Jahre alt. 11 und 12, genau. Mhm. So, den neuen Mann kennengelernt, der hat gesagt, hier Verhältnis will ich nicht. Entweder kommst du ganz zu mir oder gar nicht. Ja. Was hast du gemacht? Ja, ich hatte Angst. Ich habe so eine Angst gehabt, ihn zu verlieren. Und seine Freunde sagten auch alle, jetzt geht der Uwe einen Schritt zu weit. Das kann der nicht bringen, weil er hat sehr viele Frauen, der hat Kinder, die Frau war schwanger zu der Zeit sogar. Und ja, aber ich habe den geliebt und ich hätte nicht in einem Moment Angst gehabt, wenn ich jetzt den Mut dazu gehabt habe, mich für ihn zu entscheiden, dass er mir fremd geht oder so. Was hast für du mich gemacht? War nur der Punkt, ja, ich bin gegangen. Du hast gegangen? Das müssen wir festhalten, ist ja eine gravierende Sache. Du hast deinen Mann und deine Kinder verlassen. Ja. Für diesen neuen Mann. Ja. Weil du völlig jeck auf den warst. Ja, ich wollte mich eigentlich nicht völlig jeck auf den lassen. Ich habe mich einfach nur scheiße verliebt in jemanden, der echt kaputt war irgendwo. Ja. So, jetzt hast du deine Familie verlassen, deine Kinder verlassen. Ja, mein Mann hat mich auf Straße gejagt, ohne Jacke, ohne alles. Und so, und wie lange hat das mit dem anderen gehalten? Bis vor einem Jahr. Psycho. Bis vor einem Jahr. Ja. Jetzt und jetzt ist das verloren? Ja. Die alte Beziehung ist verloren? Bitte? Ich sag, diese Beziehung ist verloren, die davor ist auch kaputt. Ja, und ich möchte auch erstmal keinen. Was ist denn jetzt mit deinen Kindern? Wie ist das Verhältnis? Ja, sehr gut. Also mein Mann hat den Großen da, der ist 18, der hängt halt sehr am Materiellen und denke ich mal, ist auch ein Stück weiter und vertraut halt meiner Kraft nicht oder hat meiner Kraft damals nicht vertraut, dass ich das alles nochmal schaffe. Mhm. Und der Kleine, den habe ich vor 1,5 Jahren zu mir geholt, weil ich erfahren habe, dass der kifft, dass er Gras raucht. Ach so. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich ihn sofort weggeholt und haben wir ganz mies angefangen, mein kleiner Sohn, vor 1,5 Jahren. Und jetzt lebe ich mit einer
Frau in einer WG. Wir haben wohl nichts miteinander, sind nur Freundin. Ja. Haben ein schönes großes Haus, mein Sohn ist wieder da. Ja. Der Kleine. Und uns geht's eigentlich ganz gut. Also du wirst aber so im Nachhinein sagen, dass das schon ein großer Fehler war, damals die Familie verlassen zu haben. Ein großer Fehler in dem Sinne, dass ich das mich nicht getraut habe, alleine aus freien Stücken zu machen. Also, dass da erstmal jemand kommen musste, in den ich mich verlieben muss. Ah, das ja, ist verstehe. Auf jeden Fall ein Riesenfehler. Mhm. Aber ich rufe halt deswegen an, um ja Menschen Mut zu machen. Man kann, selbst wenn man nur mit leeren Taschen auf der Straße mit 30 steht und alles hinter sich hat, nicht mal einen Ausweis, ich hatte nichts. Mhm. Meine Hunde musste ich da lassen, alles. Und ja, ich habe halt jeden Tag geschafft, mich nicht umzubringen und bin jetzt eigentlich wieder recht zufrieden. Das war ein gutes Wort. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass es so bleibt und dass du auch schon einen guten Kontakt zu deinen Jungs hast. Denen geht's erst rein und kommen super klar auf jeden Fall. Und dass sowas nicht wieder passiert. Ich denke in dieser Art zumindest, in der Art und Weise. Ja. Liebe Brigitte, alles Gute, alles Liebe dir. Dankeschön. Dumme. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt, ihr Lieben, heißt alles riskiert, alles verloren. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, denen dieses passiert ist, die dieses getan haben, die das so im Nachhinein sagen, ich bereue das, dass ich das gemacht habe. Oder die sagen, wie konnte ich nur so blöd damals sein und habe alles auf eine Karte gesetzt und habe alles verloren und stehe heute da. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Linda und Linda ist 40 Jahre. Hallo Linda. Hallo Domian, hallo. Guten Abend. Ja, guten Abend. Freut mich, dich mal zu hören. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Zu diesem Thema. Ich bin ja gespannt. Ich habe alles riskiert und alles verloren in Kenia. Mhm. Was ist passiert? Ich bin 1992 das erste Mal nach Kenia geflogen, habe Urlaub gemacht, habe vor Ort im Hotel einen Barkeeper kennengelernt, namens Mohammed. Und daraus entwickelte sich eine Liebe. Ach, wer hätte es gedacht? Ja. Damals war ich in der Schweiz als Krankenschwester tätig. Ja. Und bin dann immer viermal, fünfmal im Jahr unbezahlten Urlaub mäßig nach Kenia geflogen. Hab ihn besucht. Und ja, nach knapp 4 Jahren haben wir dann gesagt, okay, ich möchte meinen Kindheitstraum auch verwirklichen. Ich möchte in die Entwicklungshilfe. Habe es aber von Deutschland aus nicht geschafft, darunter zu kommen, außer mit der Kirche. Und das wollte ich nicht. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann gehst du runter und versuchst es vor Ort. Heiratest du den Mohammed. Hast also alles in, also du, da warst du nicht mehr in der Schweiz, da warst du in Deutschland. Ich war noch in der Schweiz. Du warst in der Schweiz? 1995 Ende in der Schweiz alles aufgelöst. Alles aufgelöst, Wohnung aufgelöst, Job an den... Auto, alles verkauft. Alles weg. Deutschland, meinen Eltern, allen Freunden, wohl gesagt, ja, und runtergegangen. Das ist schon ein großer Schritt, ne? Ja. Wenn man so alles hinter sich lässt und alles auflöst und sagt, ich gehe jetzt nach Kenia in einen... Gut, du warst schon 4 Jahre, bist immer wieder runtergefahren, aber dennoch ein für unsere Verhältnisse völlig fremdes Land und ungewohntes Land. So, dann bist du runter. Mit wie viel Geld in der Tasche? 16.000 Mark damals. Das ist nicht so viel. Nee, viel ist es aber nicht. In Kenia wahrscheinlich schon eine ganze Menge Geld, ja, oder? Ja, für Kenia war es eine ganze Menge. So, dann hast du deinen Freund geheiratet? Wollte ich. Wolltest du? Dazu kam es aber dann letztendlich nicht, Gott sei Dank oder leider, je nachdem wie man sieht es. Ich bin dann runtergegangen, habe versucht, die Anerkennung zur Krankenschwester zu kriegen in Nairobi. Das klappte nicht, weil man muss Hebamme und Kinderkrankenschwester in einem da sein. Ich hätte noch ein Praktikum machen müssen. Hatte aber schon eine Zusage im Aga Khan Hospital in Mombasa. Wenn ich die Anerkennung habe, darf ich da arbeiten gehen. Ja. Also soweit hatte ich es schon. Was ja schon ganz gut sich anhört. Das war auch alles gut und das hat mir Mut gemacht. Dann habe ich meinen damaligen Verlobten ein Matatu gekauft. Das ist so ein Kleinbus, so ein Sammeltaxi-Kleinbus, wo es da gibt. Und den müsste man aber noch herrichten, den muss man spritzen, den muss man in die Sitze beziehen, etc. Ja. Und da bin ich dann jeden Tag auch hingegangen. Er hat weiterhin im Hotel gejobbt. Warum hast du ihm diesen Bus gekauft? Dass er praktisch ein Business aufmachen kann, ach so, dass er den Bus chauffieren kann, ach so, die Leute da. Damit er sich selbstständig machen kann, quasi mit dem. Damit er sich selbstständig machen kann. Somit waren die 16.000 wahrscheinlich weg, ne? Oder? Fast. Ja, ich hatte noch ein bisschen was, aber fast waren sie alle. Ja. So, wann kommt das große Aber jetzt? Ja, das große Aber kam dann nach ungefähr 4 Monaten. Ich habe dann gemerkt, irgendwie
Ich bin da jeden Tag in die Fabrik gegangen, ob das Auto vorwärts geht und so. Und irgendwie waren die Angestellten dann plötzlich so komisch und haben mir da so Anmerkungen gemacht. Du, dein Mann, der, ich glaube, der ist nicht gut für dich. Mhm. Und der möchte den Bus weg haben von dir und der möchte, dass wir den Bus verschwinden lassen. Ach. Und hat uns Geld geboten, dass wir den Bus verschwinden lassen. Aber da müssen ja bei dir schon alle Alarmglocken geschrillt haben. Da ging es natürlich bei mir mit den Alarmglocken los. Der wollte das Auto verscherbeln und das Geld für sich behalten. Ja, nicht mal verscherbeln, vielleicht einfach das Auto nur von meiner Bildfläche weg, ja, und ich dann wieder weg bin und das Auto dann nehmen. Mhm. Also so habe ich es letztendlich gedacht. Hast du ihn wahrscheinlich zur Rede gestellt? Wie hat er sich da gerechtfertigt? Es kam gar nicht mehr dazu, weil ich wurde dann ganz, ganz bitterbös krank. Auf dem Weg dann von Mombasa wieder zurück in das Hotel, wo ich ja jeden Tag dann hin und her gefahren bin. Ich wollte erst mal abwarten und glaubte es noch nicht so. Und da irgendwie hat mich die Polizei plötzlich im Straßengraben gefunden, bewusstlos. Mhm. Und hat ohne Papiere, ohne alles, ohne Handtasche und hat mich dann ins nächstliegende Armenhospital geschippert. Mhm. Und dann war ich also in Mombasa in dem Armenhospital, 14 Tage mit Malaria tropica, halbtot, wirklich halbtot. Oh, weia. Also, hattest du ja in dieser Zeit keinen Kontakt zu deinem Verlobten? Nee, anscheinend wusste der auch nicht, wo ich bin. Also Wie kam dann wieder der Kontakt zustande zwischen dir und deinem Verlobten? Der kam nie wieder. Nie wieder? Nee, der kam nie wieder zustande. Das heißt, wie lange hat das gedauert, bis du gesund warst wieder? Also nach 14 Tagen wurde ich dann in ein Privathospital, ins Mombasa-Hospital dann verlegt. Und die Botschaft hat sich eingeschaltet. Und der Botschaftsarzt hat auch gesagt, Linda, mit dir sind viele böse Giriyama-Tricks angewandt worden. Was für Tricks? Was immer das auch heißen mag, ich weiß es nicht, ich habe es heute noch mal in meinem Brief stehen. Also, ich halte mal fest, du warst dann rein einigermaßen wieder bei Kräften. Bisschen bei Kräften kriegt ihr aber dann im Mombasa Hospital nochmal einen Rückschlag, was mich nochmal weitere 4 Wochen gekostet hat. Das auch nochmal. Hast du denn dann, als es wirklich dann bergauf ging, nochmal versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen? Nee. Hast nee, du nicht mehr. Wieder. Weil du so enttäuscht warst. Enttäuscht und nachdem dann auch der Botschaftsarzt gesagt hat, es wurden böse Giriyama-Tricks an dir angewandt und so wie es in deinem Blut ausschaute, hast du auch irgendwelche Drogenintus gehabt, als man dich fand. Und ich habe in meinem Leben, Domian, ich schwör's dir, noch nie Drogen genommen. Das heißt, du unterstellst ihm oder du hältst es für möglich, dass er dir etwas verabreicht hat, ja, um er, dich irgendwie auszuschalten? Ja. Das ist ja unglaublich. So, das heißt, irgendwas muss ich da gekriegt haben. Mhm. Also nachdem ich das dann gehört habe, war für mich einfach der Ofen aus. Ich dachte, mein Gott, du spielst ja echt mit deinem Leben. Aber das Verrückte ist ja an der Geschichte, dass du 4 Jahre mit diesem Mann ein Verhältnis schon hattest und ihn offensichtlich nicht durchschaut hast. Ja. Nicht durchschaut. Da trifft es ja nur wirklich zu, alles riskiert, alles verloren. Ja, aber trotzdem, Domian, ich muss sagen, ich möchte keine Minute letztendlich mit. Wie lange warst du denn dann, nachdem wir so alles klar geworden waren, noch in Kenia? Also ja, insgesamt dann noch, es waren insgesamt 8 Wochen lang. 8 Wochen. Aber das war Hospital von Hospital und dann direkt vom Hospital zurück in den Flieger, zurück nach Frankfurt. So, und das bedeutete dann ein neues Leben hier wieder in Europa aufbauen. Ja, heim zu meinen Eltern, da bin ich wieder. Mhm. Du möchtest das nicht bereuen. Nee. Was hast du gelernt aus dieser Zeit, aus diesen doch sehr dramatischen Dingen, die da passiert sind? Ich habe erstens gelernt, seinen Träumen trotz allem nachzugehen, die immer zu verfolgen, weil ich habe einfach gesehen, wie viel Kräfte man letztendlich hat, um Träume zu verwirklichen. Ich hätte das gar nie gedacht. Und wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du dein Leben lang gesagt, ach, hätte ich das doch nur mal gemacht. Und hätte ich es mal probiert. Genau, aber so hast du es probiert, es hat nicht geklappt, okay, aber du hast es probiert. Ja. Ja, die Einstellung gefällt mir, finde ich gut. Ja. Und Afrika war immer mein Traumland und ein Jahr später hat mir der Botschaftsarzt geschrieben, Linda, du kannst nach Mombasa kommen. Ich habe einen Job beim Arbeiter Samariter 45. Und? Aber leider hat es da nicht hingehauen damals. Ich konnte nicht weg. Und würdest du es heute noch machen?
Würde ich machen, aber ich kann nicht. Inzwischen habe ich eine chronische Nierenerkrankung. Ach so, ach so. Und von dem her geht's nicht. Also, das war wirklich eine Geschichte, exakt passend zu unserem Thema. Alles riskiert, alles verloren. Aber, ja, aber ich kann wirklich nur jeden ermuntern, einfach seine Träume irgendwo ja. ein Stück weiter zu verfolgen. Und weil, wenn man so ein Ziel hat ja. und selbst wenn es teilweise in die Hosen geht, man hat auch so viele positive Eindrücke. Ja, und man kommt ja auch wirklich gestärkt aus Niederlagen wieder raus. Ne? Ja, und man kriegt so eine neue Lebenseinstellung ja, auch ja. in vielen Dingen. Liebe Linda, danke für deinen Anruf und dass du uns die Geschichte erzählt hast. Ja, vielen Dank. Alles Gute, alles Liebe. Alles Liebe dir auch. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unser Thema heute Nacht. Alles riskiert, alles verloren. Und dazu wird uns jetzt sicherlich auch der Alexander etwas erzählen. Der ist 45 Jahre alt. Hallo Alexander. Hallo. Guten Morgen. Morgen, ja. Was hast du riskiert? Was hast du verloren? Ja, vor einigen Jahren, als man da an der Börse kräftig Geld verlieren konnte, habe ich halt auch kräftig verloren. Wie viel? Im März 2000, da habe ich gesagt, in 2 Wochen wird alles verkauft, da ist die Million voll. Mhm. Also noch D-Mark gerechnet. Mhm. Ne? Und ja, gut, dazu kam es halt dann nicht mehr. Ne? Mhm. Man weiß ja da, dieser berühmte Tag im März, ich glaube der 10. oder 12. war das, von da an ging nichts mehr, da ging es dann 3 Jahre lang steil bergab. Mhm. Wie viel Geld hast du verloren? Ja, halt so ziemlich alles, ne? Wie viel ist alles? Naja, halt einige Hunderttausend, ne? Einige Hunderttausend D-Mark. Ja, ich meine, gut, ich habe auch die Jahre vorher gut verdient, ne? Ich meine, da waren ja manche Tage, an denen man am Tag da locker 5000 Mark an der Börse verdienen konnte. Ja. Aber wie gesagt, es kam dann danach halt die Zeit, wo man auch wieder im gleichen Maßstab verlieren konnte. Hast du dich denn in der Zeit ausschließlich mit Börse beschäftigt oder warst du nebenher auch nur berufstätig? Ich hatte meinen Job dann aus verschiedenen Gründen aufgegeben, unter anderem auch aus dem Grund, dass man eben da leichter sein Geld einsetzen konnte. Und aber ich sagte, das war nur ein Grund. So, dann gingen mehrere hunderttausend D-Mark, dein Vermögen, gingen dann so peu à peu den Bach runter. Ja, es ging ja 3 Jahre lang bergab und es waren ja... Hast du versucht, irgendwie in letzter Sekunde noch was zu retten? Ja, man hat, gut, es gab dann immer wieder zwischendurch mal wieder Anzeichen, dass es aufwärts ging, aber das waren immer diese berühmten Bullenfallen, und wie man so sagt, und naja, gut, ab Mitte, seit 3 Jahren geht ja die Börse wieder zügig bergauf, nur wo halt nichts mehr ist, kann nichts mehr wachsen. Ne? Ja, das wollte ich jetzt fragen, wenn so mehr oder weniger alles futsch war, was dein Vermögen war und deine Existenz, was hast du dann getan? Ja gut, ich habe halt da die letzten Jahre noch einiges verbraucht fürs Laufende halt. Und jetzt bin ich halt momentan, jetzt geht es seit Januar wieder aufwärts, ich habe jetzt Hartz IV. Also das Hartz IV? Ja, seit Januar gibt's das ja. Ja, ja. Da gab es das nicht. Nee, das gab's nicht, nee. Das heißt, mit Börsenspekulationen ist nicht mehr? Momentan nicht, ne. Nee. Das heißt, du warst kurz davor, Millionär zu werden, ein sehr wohlhabender Mann, und jetzt hängst du bei Hartz IV. Sozusagen, ja. Mhm. Wie geht man da so seelisch mit um, wenn man von solchen Höhen oder solchen Hoffnungshöhen runtergeschleudert wird in die bittere Realität? Ja gut, ich meine, man sitzt ja dann damals, also seit dem berühmten Wendetag, kann man sagen, man saß da wie gelähmt halt vor den Charts, vor den Kurven und wie das Kaninchen vor der Schlange. Ne? Ging das denn einher mit Selbstvorwürfen auch? Wie konnte ich nur? Warum habe ich das gemacht? Wäre ich mir lieber ein bisschen vorsichtiger gewesen? Nein, das weniger. Ich meine, es ist so... Ich habe natürlich meine Erfahrungen gemacht, ob sie jetzt positiv, ich meine, es waren ja auch positive Erfahrungen dabei, es waren ja nicht nur negative, aber auf der anderen Seite, ich bin auch froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil woanders kann man die ja nicht machen wie im Leben. Ne? Was hast du denn früher, bevor du dich dann ganz auf die Börse konzentriert hast, gearbeitet, als was? Im Handel. Im Handel, das heißt, jetzt könntest du da nicht mehr einsteigen, weil die Situation sehr schlecht ist, arbeitsmäßig. Ja gut, ich meine, das ist eine andere Geschichte. Ich meine, ich will an was ich in die Selbstständigkeit, also alles andere hat ja auch keinen Wert mehr heutzutage. Du bist 45 Jahre alt. Bist du Single oder hast du eine Familie? Ich bin noch Single.
Aha, dann geht es ja noch. Wenn jetzt auch noch eine ganze Familie an diesem Ruin beteiligt gewesen wäre, sage ich mal so, wäre es ja noch schlimmer gewesen. Ja, natürlich. Mhm. Gab es denn mal so Durchhänger, dass du, ich meine, es gibt ja immer wieder, wenn Leute sich extrem verschulden und alles verlieren, was sie haben, dass du sogar an Selbstmord gedacht hast? Oder nein, was? Nein, das nicht. Also wirklich nicht. Ich meine, wie gesagt, man muss halt aus seinen Fehlern lernen. Ich meine, Fehler sind dazu da, gemacht zu werden. Und es gibt halt Dinge, die lernt man in der Schule. Ja. Und es gibt halt andere Dinge, die lernt man im Leben. Und im Leben ist es halt manchmal ein bisschen teurer, ne? Dann fass das mal in ein paar Sätzen zusammen, was du jetzt dadurch, dass du Hunderte und Hunderte von 1000 Mark verloren hast in einer Börse, was hast du da daraus jetzt für dich rausgezogen, mitgenommen, gelernt? Ja, dass halt alles zwei Seiten hat und dass es halt Zeiten gibt, wo das eine gut ist und das andere schlecht. Und es gibt halt auch Zeiten, wo es wieder umgekehrt ist. Und da muss aus seinen Fehlern was lernen und... Ja, aber was hast du gelernt? Dass die Dinge zwei Seiten haben, das wissen wir alle. Ja. Bist du vorsichtiger geworden oder... Das auch, dass man halt, wie gesagt, diese Fehler, die man dann da aber gemacht hat, ich meine, das haben ja Hunderttausende gemacht, ne? Das war ja auch wie so ein Sog damals, ne? Alle Leute haben plötzlich Aktien gekauft und haben mitgemacht und... Ja, es waren ja diese Zeiten, wo der Manfred Krug da so rumlief da mit dem Tee, mit der Tee-Mime da. Genau, ja, ja. Ich meine, die Zeiten kennt man ja, der Manfred Krug bereut zwar mittlerweile auch, dass er das gemacht hat, aber die Gottschalk-Brüder und so weiter und so fort, ne? Wie gesagt, ich meine, das war halt eine Massenübertreibung. Ja. Das hatte mit normalen Märkten nichts mehr zu tun, ne? Könntest du nochmal in die Versuchung geraten, nehmen wir mal an, du würdest dich finanziell berappeln, dass du nochmal so viel investierst in Aktien? Ja, es sollte jeder in Aktien investieren, unbedingt, aber halt mit Verstand, ne? Mit Verstand. Und da beginnt das große Fragezeichen, wie macht man das mit Verstand? Das müssen wir gar nicht erörtern, das ist ein hochkompliziertes Thema. Das ist ja nur auch sehr schwierig, ne? Das klug dann zu machen. Ja, man muss halt gewisse Regeln beachten. Ja. Ich meine, gut, es haben halt damals auch im Fernsehen diesen ganzen Analysten, was haben die da einen Mist erzählt und auch in den 3 Jahren danach, wo es abwärts ging, da haben die einen Mist erzählt. Also es gab nur ganz wenige, die Wahrheit gesagt haben. Ne? Also Alexander, ich danke für den Anruf. Hoffe, dass du dich mit deiner Selbstständigkeit, dass das vorangeht und dass du wieder richtig auf die Beine kommst. Ja, wenn man halt ein bisschen Gnade hätte, wäre es halt leichter. Ja, das glaube ich ja. Alles Gute, toi, 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 weiterhin. Jo, tschüss. Wieder werden. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heute. Alles riskiert, alles verloren. Und weiter geht es mit der Marion. Und Marion ist 45. Hallo Marion. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin gespannt, was du mir erzählst. Was du in die Waagschale geworfen hast und dann war's futsch. Es ist für mich immer ein bisschen schwierig, über mich zu sprechen, weil es eigentlich mir immer darum ging, anderen Menschen zu helfen und eigentlich habe ich dabei auch alles verloren. Was war das? Warum? Also ich habe vor fast 5 Jahren ein Projekt als Redaktionsleiterin bei einem nicht kommerziellen Radiosender geführt und zwar in einem Gefängnis. Da ging es darum, dass inhaftierte Radio machen für Hörer draußen, also nicht so ein Knastradio wie bei Hintergittern. Und das war ein Pilotprojekt, das war für ein Jahr im Prinzip geplant. Und dann sollte es seitens der Justiz weitergeführt werden. Aber wie wir alle wissen, ist dort auch kein Geld vorhanden. Und dann hatten meine Insassen eine ganz tolle Idee und haben gesagt, wir schreiben jetzt einen Brief. Und dann wurde das von den Landesmedienanstalten noch um ein Jahr verlängert. Dann war es wieder eine Zeit der Arbeitslosigkeit und die Insassen baten mich aber doch weiterzumachen. Das habe ich dann getan, ehrenamtlich. Habe kein Geld verdient. Ich muss dazu sagen, ich bin alleinerziehend. Und dann haben wir eine Prominentenaktion ins Leben gerufen. Also der Marco Bode hat dann Geld gespendet. Und dann habe ich die Kathi Karrenbauer angeschrieben, die uns dann bei Stefan Raab erwähnt hatte. Und letztlich war vor 2 Jahren auch der Xavier Naidoo bei uns im Studio, der dann auch für meine Stelle Geld gespendet hat. Und danach bin ich arbeitslos geworden. Und ich bin aber trotzdem weiterhin zur Arbeit gegangen. Ja. Um das Ganze zu verkürzen, ich bin letztes Jahr sehr krank geworden und habe dann insofern zu deinem Thema, also wortwörtlich, einiges verloren. Es fing mit meinen Haaren an. Ich habe also von einer Sekunde zur anderen meine Haare alle verloren. Ach.
Und dann habe wie kommt das? Ist das weiß ich nicht. Ein Symptom einer Krankheit, ja, oder? Also ich kann das ja nur selbst analysieren, weil die Ärzte haben das schon als organisch bezeichnet. Mhm. Es war eine Vermutung einer vernarbten Knötchenflechte auf dem Kopf. Also ich bin mit Verdacht auf Meningitis eigentlich ins Krankenhaus eingeliefert worden. Mhm. Und danach habe ich dann alle Haare verloren. Und dann war ich in der Hautklinik. Aber das war dann alles gar nicht mehr so schlimm, weil 2 Wochen später habe ich mein Gefühl im Fuß verloren und mein Fuß war gelähmt. Im Fuß? Ja, ich konnte nicht mehr laufen. Ich halte das nochmal fest, dass du hast also eine ganze Weile in diesem Projekt ehrenamtlich gearbeitet. Das heißt, du hast keine Kohle verdient. Ich mache das immer noch. So, von was hast du denn da gelebt in der Zeit damals, bevor wir auf heute kommen? Also ich habe ehrenamtlich gearbeitet, das heißt, ich habe erst eine ganz kurze Zeit Arbeitslosengeld bekommen. Ja. Danach, weil ich also immer mich zwischendurch arbeitslos melden musste, war das nicht lang. Dann Arbeitslosengeld, ich bin jetzt Hartz-IV-Empfängerin, ich habe jetzt auch einen 1-Euro-Job. Der läuft jetzt aus, den habe ich aber auch nur, um dieses Projekt dann nochmal auf die Beine zu stellen. Ja, also du hast das nebenher quasi immer so gemacht und bis dann kann es sein, dass du aufgrund auch dieses Engagements in dieser Sache krank geworden bist? Ja, das habe ich jetzt im Nachhinein selbst so analysiert. Ich habe natürlich schreckliche Existenzängste gehabt und auch Vorwürfe, meine Familie hat das nicht respektiert, mein Freundeskreis hat sich darüber kaputt gelacht. Aber erzähl nochmal den Krankheitsverlauf. Also die Haare sind ausgefallen. Ja, du hast kein Gefühl ja, mehr an beiden Füßen. Mein Fuß war gelähmt, ja. Bitte? Mein Fuß war gelähmt, ja. Ein Fuß war gelähmt. Ja. Ist das immer noch? Nein. Meine Haare sind alle wieder da und ich kann auch wieder laufen und ich weiß auch nicht warum. Das heißt, also ich kann es selbst schon, also ich habe mich verliebt in der Zeit, als ich krank war, als ich in der MAH in Hannover lag, als man mir da keinerlei Hoffnung machte und ich bin dann also auch ohne Haare und mit gelähmtem Fuß entlassen worden. So ein Highlight war danach, also mein großer Traum war immer auch mal so eine Nacht hinter Gittern zu verbringen. Das habe ich dann Wochenende also mit so einer Perücke und einer Cappy auch noch realisieren können. Das war also ein ganz großes Erlebnis für mich. Und dann habe ich mich in einen Mann verliebt, den ich nicht kannte. Und kurze Zeit darauf, also 2 Monate später, hatte ich so einen kleinen Pflaumen. Und dann wuchsen meine Haare also, wieder und hallo, meine Hautärztin weiß es bis heute nicht. Hallo Psyche, ne? Also ich denke schon, ja. Aber man hat das eben schon gesagt, dass es rein organisch ist. Ja. Und du arbeitest heute immer noch an diesem Projekt? Ja, es ist also so, es läuft nicht mehr so wie ursprünglich. Ich moderiere jetzt die Sendung, ich hole mir ab und zu auch noch einen Insassen. Ja. Das Problem ist halt auch, dass jetzt also in 4 Wochen mein 1-Euro-Job aushört und ich Angst habe, dass ich einen neuen bekomme, weil ich also immer versucht habe, das allein auf die Beine zu stellen. Also du bist immer noch dabei, alles zu riskieren, ne? Wo kann man das denn hören eigentlich? Ja, das könnt ihr nicht hören in Westfalen. Das kann man hier also im Landkreis Hameln-Pyrmont hören. Ach so. Naja, immerhin. Hameln-Pyrmont. Maja, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, was wünschst du dir? Also ich habe im Prinzip auch meinen Lebenslauf dadurch riskiert. Das wird mir jetzt so bewusst halt. Ne? Weil als Hartz-IV-Empfängerin, als 1-Euro-Job-Empfängerin, die werden ja halt auch gerade in den Medien nicht gerade recht gut dargestellt. Was wünschst du dir? Also ich wünsche mir eigentlich, dass es irgendjemanden gibt, der uns hilft, weil ich das als Einzelkämpfer einfach nicht schaffen kann. Dieses Projekt geht nicht. Ja, ja. Und also ich bin bereit, dafür alles zu geben. Ich habe damals rund um die Uhr von montags bis sonntags gearbeitet. Und ja, aber das ist natürlich immer eine Sache, dass man, es ist gut, wenn man Sachen für andere Leute macht, aber man muss natürlich auch immer sich selbst sehen. Wenn man selbst kaputt ist, kann man gar nichts mehr für andere machen. Ne? Also muss man immer so eine gesunde Grenze auch finden. Ja, das ist ja schon richtig. Also ich habe ja auch deshalb angerufen, ich hatte schon mehrmals daran gedacht, gerade als der Mathieu Carrière auch bei euch war vor einiger Zeit, den hatte ich auch besucht auf seiner Knastparty. Der wusste gar nicht, dass ich die Haare verloren hatte. Ich konnte damals nicht darüber sprechen, weil es mir so schlecht ging. Ich hatte ein Mondgesicht und bin da hergehumpelt. Ich wünsche dir, dass du einen Geldgeber findest oder dass du eine Unterstützung findest. Sollte sich bei uns jemand melden, stellen wir natürlich gerne den Kontakt her. Und denk auch ein bisschen an dich, das ist auch wichtig. Ja, ich danke dir. Liebe Marion, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist die Janine 21. Hallo Janine. Aline. Ja, genau. Entschuldige. Kein Problem. Aline 21. Ja, genau. Ja. Es ist fast ein bisschen peinlich, weil ehrlich gesagt ist es nicht so drastisch wie alle anderen vor mir, finde ich. Erzähl mal. Ja, es beschäftigt aber momentan gerade. Es beschäftigt dich sehr? Ja, genau. Ja. Also du hast irgendwie schon ziemlich viel riskiert. Ja, habe ich. Erzähl.
Ich bin gebürtige Schweizerin und bin im Juli nach Deutschland gekommen, habe alles in der Schweiz liegen und fallen gelassen und bin nach Deutschland gekommen für meine große Liebe. Oh. Was hast du in der Schweiz alles stehen und liegen gelassen? Ja, also mehr abgeschlossen eigentlich und dann Hals über Kopf nach Deutschland gekommen. Ja, was war das? Hast du einen Beruf gehabt, den du aufgegeben hast, eine Wohnung? Ja, ich habe Beruf gehabt, Wohnung gehabt, Freunde gehabt, Familie. Ja. Was war das für ein Beruf? Das ist in der Tourismusbranche. In der Tourismusbranche. Genau. So, Beruf aufgegeben, Wohnung aufgegeben. Hatten wir gerade schon mal beim Thema Kenia. Ja, genau. Dann bist du nach Deutschland gegangen, sehr weit, hoch in den Norden. Nö. Das ist eigentlich noch zentral gelegen. Und bin da angekommen, habe dann da auch relativ schnell einen Job gefunden und eine neue Wohnung. Bin also nicht mit meinem damaligen Freund zusammengezogen. Und ja, hatten für mich eigentlich eine schöne Zeit. Bis vor 6 Wochen. Also das Ganze war aber erst im Juli, ne? Im Juli bist du erst losgezogen der Schweiz. Genau. Ja. Bis vor 6 Wochen. Ja. Bis er mir gesagt hat, dass er eine neue Freundin hat. Na super. Und ja. Na super. Wie lange kanntet ihr euch denn vorher schon? Vorher waren wir schon 2,5 Jahre zusammen. 2,5 Jahre? Also in Fernbeziehung. Oh, naja, gut. Und wie lange hat er diese neue Freundin schon? Also die hatte Übergangslose nach mir. Bitte? Er hat sie so quasi Übergangslose nach mir. Also hat Schluss gemacht mit mir und hat dann gleich seine neue Freundin. Also das ist ja auch ein Typ. Da lässt er dich kommen, guckt zu, wie du alles aufgibst, deine ganze Heimatgeschichten. Genau. Und sagt dann, ja, ist Schluss. Das hätte er doch nun so lange... Ist das doch alles noch gar nicht lange her? Das hätte er doch vorher auch irgendwie in sich spüren müssen, dass die Beziehung nicht mehr so intakt ist. Ja, das kommt mir auch ein bisschen so vor. Du wirkst aber noch ein bisschen entspannt und gar nicht so ganz sauer. Oder hört sich das nur so an? Das hört sich eigentlich nur so an. Also, weil ich bin eigentlich enttäuscht über ihn. Weil auch so, wie das Ganze abgelaufen ist, das hat mich sehr enttäuscht, weil, der hat mich angelogen und hat zwar Schluss gemacht, und hat dann immer noch gefunden, ja, vielleicht habe ich dann doch noch eine Chance und also mir quasi Hoffnungen gemacht, wo keine Hoffnungen mehr waren. Aber jetzt ist Funkstille. Ja, momentan ist Funkstille, ja. Er hat aber noch Sachen bei mir, die er noch abholen sollte. Ja, aber immerhin hast du eine eigene Wohnung hier in Deutschland. Du bist weg. Jetzt ist die Leitung weg, die Janine, die arme Janine. Alina, nicht Janine, Aline. Weiter geht es mit... Ulf. Und Ulf ist 60 Jahre alt. Hallo Ulf. Hallo. Guten Morgen. Hallo Domian. Was hast du verloren und riskiert? Ich hab 1975 nach meinem Studium des Bauwesens angefangen, einen Marktnische zu finden, und zwar Jugendstilhäuser zu kaufen. Wie, was? Was zu kaufen? Jugendstilhäuser. Jugendstilhäuser, achso. Also sehr schöne Jugendstilhäuser zu kaufen, die total zu sanieren. Die waren damals alle 70 runter, 1975. Und die in Form von Eigentumswohnungen weiter zu veräußern. Was nach sehr viel Kohle sich anhört. Das geht einfach mit 0 Mark los, wenn man Student hat man kein Geld. Man hatte aber eine Marktidee und eine Wirtschaftsidee und die wurde von den Banken auch akzeptiert. Ach so, du hattest gar kein Eigenkapital. Ich hab gar kein Eigenkapital. Du hattest nur die Idee, ich kaufe hier so tolle Häuser, die ein bisschen runtergekommen sind und pepp die dann mit dem Geld von der Bank auf, um dann Eigentumswohnungen daraus zu machen und zu verkaufen. Richtig. Ja. Und diese Geschäftsidee lief auch gut, das ging bis 1986 gut. Ja. Und dann kamen wir in eine Wohnungsbaukrise rein und meine Eigentumswohnung wollte plötzlich keiner mehr kaufen. Und das war natürlich der Punkt, wo dann die ganze Sache kippte. Nun stelle ich mir vor, du hast 75 angefangen, ne? Ja. Dass du da schon eine ganze Menge Kohle gemacht hast in den 10 Jahren. Ja, du musst es aber denken, eine Firma muss aufgebaut werden. Da muss sehr viel angeschafft werden. Man hat ja als Student, wenn man fertig ist, nichts. War das jetzt nur so eine Immobilienfirma oder hast du selbst auch ausgebaut? Nee, das ist nicht. Es war ein rechter Bauträger, der mit Firmen ausgebaut hat. Also, ich hatte meinen Elektriker, meinen Stuckateurmeister, die ganzen Dachdecker, ganzen Gewerke wurden von Firmen gebaut. Ja. Und ich war mehr oder minder der also die Führung hatte. Ja. Ich habe die Bauplanung gemacht, die Abgeschlossenheitserklärung für die Häuser gemacht
und habe sie dann in Form von Eigentum auch selber verkauft. Ja, das ist keine Maklerversicherung. So, wie viel Kohle hast du, ist meine erste Frage, in diesen ersten 10 Jahren verdient? Ich habe etwa so eine 500.000 verdient. 500.000? Ja. Das ist natürlich fett. Ja. So, jetzt kommt gleich die andere Frage, wie viel hast du dann verloren? Die 500.000 war dann wieder weg. Die 500.000 war weg. Denn die letzten Wohnungen hatten etwa einen Gegenwert noch von 600.000-700.000 Mark, die ich aber nicht verkauft hatte. Die waren nur bis 200.000 beliehen. Das heißt, ich hätte eigentlich die Durchstrecke durchziehen können. Aber dann kam die Frage, wo dann die Geschäftsstrecke zu kurz wird, man kann die Zinsen nicht mehr zahlen. Ja. Die Gelder waren verbaut. Ja, verstehe. Die Wohnungen standen fix und fertig einzugsbereit da. Ja. Das Geld war quasi in den Häusern drin und ich konnte dann die anfallenden Zinsen nicht mehr zahlen. Das heißt, du bist Gott sei Dank mit plus minus null rausgekommen? Nicht bis plus minus null. Man weiß ja komischerweise, wenn die Wohnungen dann anschließend mal irgendwann versteigert werden, bekommt man vom Gericht nicht mitgeteilt, was die erwirtschaftet haben. Sodass ich bis heute nicht mal weiß, was diese Wohnungen eigentlich erzielt haben. Ach so, aber, du bist nicht mit Schulden rausgegangen. Ich bin nicht mit Schulden rausgegangen, aber man musste eben da bei diesem Konkurs, da kommt natürlich dann der Staatsanwalt und fragt nach Konkursbetrug, Konkursverschleppung. Und all die Dinge, die man vorher hatte, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, die man ja alle gerne hatte und die auch alle bei mir gerne ein- und ausgingen, die waren dann natürlich alle weg. Und dann stand ich quasi alleine da. Ja. Und jetzt musste ich irgendwie versuchen, wieder aus dem Tal herauszukommen. 1986, 87. Ja, das waren so dann die 2-3 Jahre bis 1990, war es dann ganz schön happig. Ja. Was hast du die letzten 10 Jahre gemacht, 15? Ich habe dann wieder angefangen, Grundstücke als Makler zu vermarkten und die Grundstücke so zu entwickeln, dass man Einzelhandel draufsetzen kann. Also zum Beispiel in Aldi, Lidl oder in Plus. Und das funktioniert bis heute? Das funktioniert so gut bis heute, wie eben die Städte solche Einzelhandelsflächen überhaupt noch genehmigen. Ja, aber du bist wahrscheinlich aufgrund der gravierenden Erfahrung von damals jetzt sehr vorsichtig und geschickt. Na, ich habe heute nicht mehr mit eigenen Mitteln zu tun. Ich vermarkte ja nur die Sachen. Ah, so. Und die Leute, die das kaufen, die sind nachher die Risikoträger. Aber das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Da ist ein junger Kerl, der kommt von der Uni und hat eine Idee, eine tolle Idee. Und man schenkt ihm auch Vertrauen, gibt ihm Geld. Alles, er kommt ganz nach oben, ne, finanziell gesehen, kann man es ja sagen, ist ja ein Bombenerfolg gewesen. Und dann kracht man wieder völlig runter. Ja, und man merkt es nicht vorher. Und man merkt es nicht vorher. Nicht, dass man seine 5 Wohnungen oder 6 Wohnungen, ich stand wirklich, das war im Winter, ich stand wirklich im tiefsten Schnee und wollte meine Wohnung verkaufen, die Leute, die ich angesagt hatte, aufgrund der Anzeigen, die natürlich noch ließen. Aber die kamen teilweise gar nicht oder kamen nur und wollten dann nicht kaufen oder dann vielleicht doch und weiter. Es kam zu nichts, bis die Bank geschlossen hat. Ne? Ja. Dann gab es das Schlimme noch, dass ich dann merken musste, dass die jungen Bankangestellten der Gläubiger Bank in meinen Wohnungen herumsuchten und dann die Wohnungen kauften. Zu billigem Geld natürlich. Zu billigem Geld natürlich, ja. Gab es dann, ging das einher mit einer großen seelischen Krise? Auch. Das verkraftet man nicht so einfach. So, ich habe es gerade schon mal einen Anrufer gefragt, kann man sich ja vorstellen, dass man irgendwie denkt, ich mach Schluss? Nee, da war ich zu jung. Da warst du zu jung. Hast du gedacht, voller Tatendrang. Da hast du gedacht, irgendwie komme ich auch wieder raus. Ja, ich hatte dann auch eine neue Idee. Ja. Ich wollte im Umweltschutz einsteigen und hatte damals die Idee 1985, Abfall zu sortieren, was heute allgemein gemacht wird. Und hatte dann auch entsprechende Mülleimer gebaut mit 4 Kammern und einen Müllwagen mit 4 Kammern und eine Mülldeponie mit 4 Feldern. Und da hatte man natürlich, dann eckte man immer an den Großen an. Natürlich, die wollten überhaupt nicht zulassen, dass einer mit so einer blöden, einfachen Idee da rankommt. Aber da warst du deiner Zeit weit voraus. Da war ich halt dazu raus. Und heute hat man den grünen Punkt. Sie wissen ja, was mit dem Geld alles gemacht wird. Ne? Aber ich bin ja beruhigt, du scheinst ja ein kreativer Kopf zu sein, du bist ein kreativer Kopf, dass du dich wieder berappelt hast und... Ja, ich meine, wenn man so 38, 39 Jahre ist, dann denkt man doch noch nicht an irgendwas, da sagt man, jetzt musst du durchsteigen. Ja, klar, ja. Ja, sagst du so, es gibt Leute, die anders drauf sind. Ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage auch. Ja, das ist eine Mentalitätsfrage auch, ja. Aber du bist ein Kämpfer, ne? Das glaube ich schon, ja. Nur eben, was man jetzt für die heutige Zeit mal dran denken sollte, wir haben ja heute diese Gründungen dieser Ich-AG, die ja zum Teil auch sehr schnell wieder in Konkurs gehen.
weil die Geschäftsideen doch nicht so sind, wie man sie sich wünschen könnte. Mhm. Man sollte solchen Leuten mehr unter die Arme greifen. Mhm. Denn wir werden in Zukunft, wir reden heute von 4-5 Millionen Arbeitslosen, diese jungen Menschen, die auch kämpfen wollen und was selber hervorbringen, dass man die besser unterstützt. Mhm. Zum Beispiel das ganze Insolvenzrecht, was eben alles über mich gegangen ist, mit Konkursbetrug, mit Konkursverschleppung, mit Offenbarungseid, mit Staatsanwalt, mit Androhung von Strafen und. Ja, das ist dermaßen erniedrigend. Mhm, glaube ich. Das müsste in Deutschland so wie in Amerika mit der sogenannten Wildcard geregelt sein. Wir haben ja jetzt eine neue Regierung. Bald. Die machen das nicht. Ja. Glaube ich eigentlich auch nicht. Nein, aber wir gehen an solche Sachen leider nicht ran. Das denke ich, glaube ich allerdings auch. Ja, lieber Ulf. Aber könnte sehr viel mehr und schneller erreicht werden, auch zum Beispiel die ganzen Genehmigungsverfahren bei Bauämtern, um Dinge voranzubringen. Denn jeder Einzelhandelsladen, der gebaut wird, bringt Geld. Mhm. Muss gebaut werden. Gucken wir mal. Und Leute rein. Ja, hoffen wir mal. Vielleicht gibt es ja doch noch eine schlaue Person in der Regierung, die das ein bisschen vorantreibt. Naja. Danke für deinen Anruf, Ulf. Ich bedanke mich auch. Alles Gute, tschüss. Und hier ist Claudia und Claudia ist 55 Jahre alt. Hallo Claudia. Hallo Domian. Ja, hallo. Ja, erzähl du mal, was bei dir vorgefallen ist. Ja, bei mir ist Folgendes vorgefallen. Ich habe es deinem Redakteur schon ein bisschen erzählt. Ich habe als Buchhalterin gearbeitet. Und mein Mann war selbstständig und das Geschäft lief dann nicht so, wie es sollte. Mhm. Und was war das für ein Geschäft? Ich habe dann halt Geld unterschlagen in der Firma. Du hast Geld in der Firma unterschlagen? Ja. Mhm. In eurer eigenen Firma? Oder wie? Nein, in der Firma, in der ich als Buchhalterin eingestellt war. Ach so, ich dachte, du hättest bei deinem Mann gearbeitet. Nein. Mhm. In der englischen Firma, die das ganze Management in England hatte. Und ich war halt hier die allein verantwortliche Buchhalterin. Mhm. Ist auch außer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die das dann alle paar Jahre mal kontrolliert haben, nicht groß kontrolliert worden, habe die Bilanzen gemacht, alles. Ja. Wie viel Geld hast du unterschlagen? Naja, knapp 1 Million D-Mark. 1 Million D-Mark? Ja. 1 Million D-Mark unterschlagen? Ja. Wie lange ging das gut? Das ging über 9 Jahre, also den Gesamtbetrag, ne? Mhm. Du hast das. Das war nicht ein Betrag, das war. Ja, ist mir schon klar. Das ist so peu à peu, ne? Ja, genau. Du hast das, damit ich es richtig verstehe, du hast das gemacht, weil die Firma deines Mannes, der ging schlecht, oder wie? Nee, die hatte keine Aufträge mehr. Mhm. Und wir hatten, der war als Programmierer selbstständig, ne? Mhm. Und wir hatten allein Miete mit unseren Kindern, die mit im Haus gewohnt haben, 2000 D-Mark, Entschuldigung. Ja. Und ich habe... Um euch zu finanzieren, hast du das gemacht? Richtig, genau, ja. So, das ist ja nur kein Pappenspiel. Nee. 1 Million D-Mark ist ja nun wirklich... D-Mark, ja. D-Mark, immerhin. Ne? Mhm. Mhm. Wie bist du aufgeflogen? Das ist dadurch aufgeflogen, indem ich eine Überweisung gemacht habe, die zurückgekommen ist, weil ich einen Zahlendreher in der Kontoverbindung hatte. Mhm. Und da wurde man immer zurückgegangen und das war natürlich, das Prinzip war immer, dass ich irgendeine Rechnung genommen habe von irgendeinem Autohaus oder was, habe dann den Überweisungsträger ausgetauscht und habe anschließend, nachdem die Überweisung unterschrieben war, meine Bankverbindung eingetragen. Verstehe. Und die kam zurück. Verstehe. Und dadurch ist das aufgeflogen und... Und dann ist denen das ganze Ausmaß auch klar geworden, was da... Ja. Wann ist, in welchem Jahr ist es aufgeflogen? Das ist 1991. Das ist 91. Mhm. Hast du im Gefängnis gesessen? Ja. Wie lange? Ich bin zu 3 Jahren verurteilt worden. Ja. Da ich nicht vorbestraft war und nichts war, hat es geheißen, auf Halbstrafe komme ich raus. Mhm. Ich hatte allerdings einen Richter, der sehr, also bei der Halbstrafenentscheidung, gab es eine Anhörung beim Landgericht Frankfurt und der war halt sehr, sehr bekannt, als sehr frauenfeindlich eingestellt. Mhm. Muss ich dazu sagen, war auch schwul. Aber das will ich jetzt nicht irgendwie nicht. Aber das hat mir selbst der Sozialarbeiter... Wollen wir so nicht in Verbindung setzen? Doch, er hat gesagt, er hat einen sehr großen Hass auf Frauen. Mhm. Und ich habe ihm eigentlich das Ganze geschildert, wie das passiert ist und habe gesagt...
um nur mit einem Satz diese These zu bestätigen. Ich habe gesagt, ich bin heute so weit nach diesen zwei Jahren, nach diesen anderthalb Jahren, dass ich im Kaufhaus kein Bonbon mehr klauen würde. Mhm. Und dann hat er mir nur gesagt, naja, dann haben wir ja unser Ziel erreicht, aber trotzdem werden Sie wohl oder übel den Sommer noch in Bräuntesheim verbringen. Du sagst das so mit so einer Empörung. Ich würde sagen, du hast es auch verdient. Fand ich eigentlich nicht. Na hör mal, wenn du 9 Jahre Geld unterschlagen hast, 1 Million Mark unterschlagen hast, das ist eine hochkriminelle Aktion gewesen. Das stimmt, Domian, das ist richtig. Aber es haben ganz andere Leute. Es haben zum Beispiel eine Frau, die gleichzeitig mit mir im Vollzug war, die hat 4 ihrer Kinder umgebracht und die hat Halbstrafe bekommen. Ja. Da müssen wir gleich drüber reden. Das ist das natürlich völlig recht. Ja, und das war nur ein Domian, ich sag nicht, dass das okay war. Ich bin heute so ein ehrlicher Mensch. ich würde heute niemanden mehr belügen am Telefon. Also Halbstrafe heißt, du warst dann anderthalb Jahre. Nee, ich habe keine Halbstrafe. Ach, du warst dann 3 Jahre im Gefängnis. 2 Drittel absitzen. 2 Drittel im Gefängnis von 3 Jahren. Ja, also 2 Jahre. 2 Jahre. Ja. Wie ist das denn? Musst du das Geld auch zurückzahlen? Ja, wir zahlen jeden Monat. Ich bin also habe danach keinen Job mehr bekommen, habe auch nichts anderes mehr bekommen. Ja. Ab und zu mal einen Putzjob oder irgendwas, ja. Und wir zahlen trotzdem, dass ich, mein Mann ist schon über 60, ist eh nicht mehr, dass er nochmal Arbeit kriegt. Mhm. Ne? Aber wir zahlen jeden Monat, wir haben, also Hartz-IV-Bezieher sind wir und wir haben zweimal diese 311 Euro und zahlen davon jeden Monat 100 Euro zurück. Wie viel habt ihr von der 1 Million D-Mark schon weg abbezahlt? Da bezahlen wir bis an unser Lebensende. Bis an Lebensende. Ja. Wenn du heute mit dem Abstand der Zeit, du hast gerade schon gesagt, du bist heute eine ganz ehrliche Frau und bereust du das tief? Dass natürlich, du das gemacht, ja? Es war der größte Fehler meines Lebens. Kannst du es im Nachhinein dennoch verstehen, dass du es damals gemacht hast? Oder sagst du, nee, ich war einfach nur bescheuert? Das war auch das war mein größter Fehler, ja. Mhm. Aber ich wollte halt die Familie retten. Wir hatten 2 Kinder, wir hatten... eine von den Kindern hat schon wieder ein Kind bekommen, zu dem Zeitpunkt, ja, weil ich meine Tochter schon sehr früh bekommen habe, ja. Und es war, diese gesamte Familie hat von meinem Geld gelebt. Nun geht einher mit der juristischen Bestrafung, ja, glaube ich, auch so eine gesellschaftliche Ächtung. Ja, naja, gut, dazu muss ich jetzt sagen, deshalb ist ganz gut bei dir, das weiß eigentlich, außer meinen Kindern, die gesamte, weder das Haus hier noch sonst irgendjemand weiß das. Verwandtschaft auch nicht. Bitte? Die nähere Verwandtschaft weiß es auch nicht. Doch, die wissen das. Natürlich meine Geschwister und auch zum Beispiel meine Tochter, ihr heutiger Lebensgefährte, die wissen das schon alle, aber jetzt nicht, sagen wir mal, die Leute im Haus oder so irgendjemand, ja. Ist das heute noch ein Thema, oft, zwischen dir und deinem Mann? Oder ist zwischen uns inzwischen nicht mehr, aber ich habe eigentlich diese 2 Jahre Vollzug super durchgestanden, habe gearbeitet, habe mir eine Arbeit gesucht als Freigänger zum Schluss, schon war dann zum Schluss Freigänger. Aber ich bin danach, wie ich rauskam, ist halt alles von mir abgefallen und da bin ich fast anderthalb Jahre in eine Phase gefallen, wo ich also nur noch bei Nervenärzten war, wo ich auch wirklich alkoholgefährdet, kann man jetzt sagen, wo ich morgens wach geworden bin, habe gesagt, das schaffst du nicht mehr und habe morgens schon die Bierflasche angesetzt. Ja, das alles ist jetzt weg. Alles wieder im Griff und... Ja, kein Alkohol mehr, nur was ich halt nicht mehr finde, ich finde halt keine Arbeit mehr. Ne? Weil wenn ich mir als Buchhalterin kann ich es vergessen. Ne? Wie war das denn für dich damals? Du warst ja vorher eine unbescholtene Bürgerin. Ja. Wenn man dann ins Gefängnis kommt, wie war das für dich? Das war eigentlich, jetzt wirst du vielleicht lachen, ich habe eigentlich so, in der Zeit kam die Serie auf Hintergittern. Und ich habe immer gedacht, ins Gefängnis, wenn du da reinkommst, wirst du von Lesben überfallen? Das war überhaupt nicht so. Ich meine, es war, ich habe ein halbes Jahr einen Bürokurs dann nochmal gemacht, weil das war Auffrischung auf Microsoft-Programme und so. Ne? Ja. Und da waren eigentlich sowohl Drogenabhängige, die in dem Programm waren, wie auch Lesben. Und ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, ich will weder Drogen. Ich habe noch nie im Leben
irgendwas mit Drogen zu tun gehabt und ich habe noch nie im Leben irgendwas mit Lesben zu tun und gehabt. Ist es dann und ich habe bis heute noch zu drei von den Leuten, von den Frauen, ein super Verhältnis. Was, wie war die Situation da im Gefängnis? Waren das Doppelzellen? Nee, ich hatte Einzelzellen. Eine Einzelzelle, dann geht es ja noch. Mhm. Freundesheim ist da schon wirklich, dass du also dein einzelnes Zimmer hast mit Toilette und Waschbecken und so. Ich sag mal, Claudia, wenn man dann zwei Jahre de facto weggeschlossen ist, oder nicht ganz zwei Jahre? Nee, das war eigentlich auch nicht. Ich war eigentlich nur die ersten 6 Wochen weggeschlossen, bin dann in, hab so einen Vollzugsplan bekommen und hab nach 6 Wochen, also 6 Wochen war ich eigentlich definitiv drin, ohne dass ich raus durfte. Ach so, ja, das dann habe ich schon Freigang. 18 oder 20 Stunden bekommen, die ich in der Woche raus durfte. Mhm. Und das hat sich dann eigentlich gesteigert. Ich war eigentlich zum Schluss in dem letzten Jahr dann, also von 4 Wochenenden, 3 Wochenenden zu Hause. Ach so. Größte Fehler deines Lebens, 1 Million D-Mark unterschlagen zu haben. Ja. Und dann zahlt ihr ab und damit seid ihr beschäftigt bis euer Lebensende. Ja, ein bisschen, das können wir gar nicht mehr. Ist so, mir klar, ja. Wenn wir 100 werden würden, ja. Ich wünsche dir und deinem Mann alles Gute, Claudia. Ja, es war toll, dass ich dich da mal sprechen konnte. Ja. Das hat mir schon sehr, und du bist ein ganz, ganz toller Typ. Ich danke dir sehr herzlich, sehr, sehr nett von dir. Tschüss, Claudia, tschüss. Und hier ist der Stefan, und Stefan ist 22. Hallo, Stefan. Hallo, Domian. Ja. Wie fange ich jetzt am besten an? Und zwar ist bei mir das Problem, ich begehe also ziemlich oft Selbstjustiz. Mhm. Ja, also wenn in meinem Freundeskreis irgendwas passiert, dann bin ich mir, da bin ich dann immer sofort da und dadurch begehe ich dann eigentlich auch oft irgendwelche Straftaten. Und, also sag mal ein Beispiel, es passiert was zum Beispiel? Also vom Freund von mir ist die Freundin vergewaltigt worden. Das war 800 Kilometer von mir weg passiert. Mhm. Am nächsten Tag haben wir uns mit 4 Leuten ins Auto gesetzt, sind da hingefahren, haben den Typ halt mal zurechtgewiesen und dem halt mal, erklärt, dass es so halt nicht geht. Ihr wusstet, wer das war? Bitte? Ihr wusstet, wer das war? Ja, sie wusste, sie ist da hingefahren, um mit dem Vorsatz dann einen Urlaub zu verbringen. Das war in der Nordsee. Mhm. Ja, die Einzelheiten müssen wir nicht. Was habt ihr dann mit dem Mann gemacht? Ja, also wir sind morgens bei ihm eingedrungen in die Wohnung und haben ihn dann halt gefesselt und ihn halt zutiefst eingeschüchtert, weil wir halt wollten, dass er halt irgendwie leidet halt dafür, was er ihr angetan hat. Mhm. Der Freund von ihr war auch noch mit dabei und ich musste ihn halt auch irgendwie zurückhalten, dass er nicht noch irgendwie krassere Sachen begeht. Also es war schon eine Sache, die uns ziemlich arg berührt hat, die ziemlich nah gegangen ist. Also ihr habt ihn in, das war so eine Psychoaktion, oder habt ihr ihn auch zusammengeschlagen? Ja. Handgreiflich bin ich wirklich geworden. Ja. Also außer dass wir haben ihn gefesselt und haben ihn dann halt dahin gehockt und Okay, das war jetzt ein Beispiel. Es gibt sicher noch mehrere Beispiele. Ja, das ist eigentlich andauernd irgendwas. Zum Beispiel ein Freund von mir hat einen Verkehrsunfall gehabt. Mhm. Dann hat er eine Gerichtsverhandlung gehabt, ich habe als Zeuge ausgesagt und habe dann einen Meineid geschworen, dass mir dann auch zur Anklage gemacht worden ist. Also die Polizei, was in dem vorigen Fall hat, und die Polizei dann auch gekriegt. Das ist dann halt, das hat mich jetzt, also jetzt allem in allem hat mich das dann halt jetzt, habe ich 10.000 Euro Schulden und, Also du meinst den vorigen Fall mit dem Vergewaltiger, da hat euch die Polizei auch gewonnen. Mhm. Ja. Die Sendung heißt alles riskiert, alles verloren. Du deutetest es ja gerade schon an, das heißt, es gab eine Gerichtsverhandlung aufgrund deiner Taten, die du begangen hast. Ja. Und du bist jetzt verschuldet. Ja, also ich habe mit Anwaltskosten, Gerichtskosten und es ist ja vielleicht bekannt, dass das halt auch alles nicht gerade billig ist. Und also insgesamt bin ich auf 10.000 Euro zusammengekommen. Mhm. Also ich habe mich auch aus manchen Fällen irgendwie noch über irgendwelche Anwaltskosten und so irgendwie auch noch, ich hatte eigentlich immer ein bisschen Glück gehabt, aber jetzt in allem, jetzt habe ich 3 Jahre auf Bewährung gekriegt. Ach so, und die Schulden. Und die Schulden. Und jetzt ist mein Problem, mich so derartig zurückzuhalten, weil es passiert andauernd irgendwas, wo mich irgendwelche Freunde anrufen, weil die genau wissen, dass auf mich Verlass ist. Und wenn oder sagen wir mal, dass du, was heißt auf dich Verlass ist, oder dass du
dass du so dumm bist und dich dann gleich anfeuern lässt und dabei bist, dann solche Sachen zu machen. Ich würde es mal so sagen, ich bin eher der anfeuert. Also ich bin eher der oder so sogar. Mhm. Ja. Da sind ja wahrscheinlich noch viele andere Sachen früher passiert, die gar nicht strafrechtlich verfolgt worden sind. Wenn du ja. Wie lange bist du schon so gepolt? Du bist jetzt 22 Jahre alt. Wie viele Jahre geht das schon so? Ich würde mal sagen, so, das hat so angefangen mit 17. Mhm. Das hat eigentlich angefangen, dadurch, dass ich öfters mal Haschisch rauche und halt dann mit den Leuten dann halt auch zu tun gehabt habe. Und wenn man dann in dem Milieu halt irgendwie dann Leute kennt, die das halt dann verkaufen, da haben wir dann halt öfters mal so Leute halt gerippt einfach so. Und das hat jetzt nichts mit dem riskiert zu tun, sondern da bin ich halt immer straffrei rausgegangen, weil die Leute selber illegal waren. Ja. Und, gab es denn auch schon körperliche Übergriffe, dass du Leute auch schon zusammengeschlagen hast aus Selbstjustizgründen? Aus Selbstjustizgründen, ja. Ja. Welcher Teufel reitet sich denn, dass du da so drauf bist, dass du immer, wenn irgendwas ist, einen Finger hebst und sagst, ja, ich bin die kleine Polizei? Ja, also wenn du es so sagst, das hört sich halt natürlich wieder ganz anders an. Aber was reitet mich dazu? Mein Problem ist, denke ich mal, mein übermäßig ausgeprägtes Ehrgefühl und Gerechtigkeit empfinden. Hört sich natürlich immer gut an, aber ist in diesem Fall natürlich pure Dummheit, ne? Weil wir leben ja im Rechtsstaat und das regelt nun mal die Justiz und zuerst mal die Polizei. Und ja. Du schadest dir ja enorm damit. Ja. Gibt es denn jetzt, nachdem du verurteilt worden bist, so ein Knacks, dass du denkst, ja, ich muss da jetzt gegen angehen oder schaffst du es nicht? Ja, ich muss dagegen angehen, deswegen rufe ich auch irgendwo an und ich bin auch vor ein paar Wochen Vater geworden und ich bin mir bewusst, ich muss in meinem Leben was umstellen, aber im Endeffekt, ich merke doch immer wieder, dass es mich doch ziemlich mit Hass erfüllt, wenn ich irgendwie mein Freund bin, also wenn meine Freunde irgendwo auch leiden, so. Aber ich meine, jetzt ist ja jetzt noch ein ganz neuer Aspekt dazu gekommen, nämlich du bist Vater, das heißt, du trägst Verantwortung. Das heißt, also ich fange an mit also es ist, ich weiß halt, ob man sich das so vorstellen kann, es ist sehr schwer mit der Situation, sich das einfach bewusst zu machen, was heißt Vater zu sein. Nein, ich finde in der Situation ist das noch, müsste dich das jetzt noch mehr am Riemen reißen. Ja. Nämlich, dass du Verantwortung trägst, dass du für dein Kind da sein musst, dass es nicht gut ist für dein Kind, wenn du irgendwann hinter Gittern sitzt, dass du kein Vorbild für dein Kind bist, wenn es dich irgendwann fragt, was hast denn du damals gemacht? Das sollte man nicht weitergeben. Und du sollst auch finanziell für dein Kind da sein und nicht hochverschuldet sein. Ich vermute ja, wie du das jetzt geschildert hast, dass das tief seelisch verwurzelt ist und dass da ganz, ganz andere Kräfte im Spiel sind und Ursachen. Wärst du denn bereit, dich therapeutisch behandeln zu lassen? Ja, also ich bin auch im Moment bei einem Therapeuten, aber mit dem komme ich so nicht so ganz klar. Also ich bin schon bereit dafür, aber ich habe das noch nicht so ganz erkannt, dass das mir wirklich weiterhilft. Also so jetzt. Dann bist du bei dem falschen Therapeuten und solltest dir einen neuen Therapeuten holen. Wir können dir gleich vielleicht ein bisschen helfen dabei, wenn du das gerne möchtest. Ja. Was sagt denn deine Freundin dazu? Ja, mit meiner Freundin ist es halt eigentlich auch andauernd ein Auf und Ab aufgrund dieser Sachen. Sie ist halt nicht begeistert. Ja, aber das kommt so halt eigentlich auch selten so zur Sprache. Also na gut, aber sie kriegt es ja ständig mit. Und wenn ihr Freund verurteilt ist und in irgendwelche Dinge verwickelt ist oder Schlägereien, ist das ja für sie auch nicht schön. Nein, es ist nicht schön. Aber sie sieht es dann halt immer so, dass sie mir halt dann immer dann in den Situationen, wenn so Verhandlungen sind, dann einfach eher beisteht. Mhm. Also ich glaube, du brauchst einfach jemanden, der dir ein bisschen den Kopf wäscht und dich auf den Boden zurückzieht. Einmal, wie gesagt, für dich und eben auch, was deine neue Verantwortung betrifft für dein Kind und deine Familie. Ja. Ich würde gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, mit Elke. Ja. Und da könnt ihr mal beraten, vor allen Dingen, wenn du dich bei deinem Psychologen da nicht wohlfühlst, was man da irgendwie anders machen könnte, okay? Ja, okay. Ja, dann legst du mal auf und Elke ruft dich gleich an. Okay, Stefan. Bis dann, tschüss. Ja. So, meine Lieben, das war's für heute. Das war unsere Sendung Alles riskiert, alles verloren. In der Technik war Martin Trux. Morgen ist Freitag, die Nacht von Freitag auf Samstag, wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne reden wollt mit mir über was auch immer, dann ruft morgen
an. Eine Stunde vor der Sendung geht es ja immer, sind die Leitungen geschaltet oder mailt unter domian@wdr.de. Und Promi-Talk am Samstag. Mein Gast Samstagabend im WDR-Fernsehen ist Bärbel Schäfer. Und auch da der Hinweis, wenn ihr gerne mit Bärbel Schäfer sprechen wollt, dann meldet euch am besten jetzt im Laufe der Woche schon über die Mail an, über domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.